Das ist ein Produktfilm für die Aputure LED Lightpanels, die wir ja haben, und zwar einmal für die HR672C und dann für die HR672W. Die beiden Produkte sind etwas unterschiedlich, was die Leistungsdaten angeht, einmal Bicolor, einmal ohne, und sind ansonsten vom Funktionsumfang und vom Lieferumfang, was wir da halt eben alles so anbieten können, bis auf natürlich die orangefarbene Streuscheibe bei einem der Modelle, identisch. Das heißt, ich zeige Ihnen jetzt hier gerade ein Modell, und das gilt natürlich dann halt eben auch für die anderen, für das andere Modell, was dann halt eben auf der anderen Seite, auf dem anderen Browser-Tab, den Sie gerade offen haben, dann zu sehen ist. Und Sie müssen im Prinzip nur noch entscheiden, was Sie halt eben haben wollen, was Sie brauchen oder was Sie meinen haben zu müssen, und müssen dann halt eben auch die Daten vergleichen und dann dementsprechend halt das richtige Produkt auswählen. So, wir fangen einfach an, bevor ich hier noch ewig weiter erzähle. Das ist also dann diese LED-Leuchte, dieses Videopanel. Und das Besondere ist im Prinzip halt eben auch das, mit dem ich jetzt direkt anfangen kann, nämlich die Fernbedienung. Ich kann also hier mit dieser Fernbedienung einfach diese Leuchte ansteuern. Ich kann also hier die Intensität einstellen, die Lichtintensität und natürlich halt auch die Farbtemperatur. Ich mache das jetzt einfach mal hier so ein bisschen, damit Sie sehen können, dass sich da ein bisschen was tut. Ja, es wird wieder ein bisschen dunkler. Und das Tolle ist halt eben auch, wenn ich jetzt vorhabe, da irgendwie jetzt mit der Beleuchtung noch ein bisschen mehr machen zu können, ich kann also mit der Fernbedienung dieses Leitpendel ansteuern, bis zu 30 Meter Distanz, das ist so das, was wir getestet haben, was so geht. Und schon ziemlich groß für ein Studio reicht das auf jeden Fall. Und das Tolle ist halt eben auch, dass auf dieser Fernbedienung halt verschiedene Channel sind. Also ich habe verschiedene Kanäle, das heißt, ich kann also hier bis zu 4 LED-Leuchten dann unterschiedlich bzw. extern dann einfach ansteuern. Auf der Rückseite haben wir dann hier, alles klar, was gemeint ist. Ne? Sie haben das Ding dreimal, bauen es auf drei Stative auf oder auf viermal auf dem Stativ, auf der Kamera und so weiter, und können dann eben aus der Ferne von Ihrer Position, wo Sie dann die Fotos machen oder filmen, einfach mit einer Fernbedienung das Ganze dann ansteuern. Auf der Rückseite haben wir dann hier selbsterklärend dann den Haupt-Power-Knopf. Ne? Also können natürlich auch das Ding einfach eingeschaltet lassen und machen das über die Fernbedienung aus, ist auch kein Problem. Und ich mache es da wieder an. Dann haben wir hier also die Anzeige, damit Sie auch direkt sehen können, einmal hier oben zweistellig und mit zwei kleinen festen Zahlen hier oben drauf. Also das heißt, das sind jetzt hier 1000 Kelvin, ne, Farbtemperatur, und das Ganze halt dementsprechend, auch wenn ich das dann rumregel, wird dementsprechend anders angezeigt. Ne. Wir können also auch sehen, was hier passiert. Ne, K für Kelvin ist klar, das ist hier der Channel 1, also der erste Kanal, jetzt auch für die Fernbedienung der ersten Gruppe, die wir hier haben. Sie haben jetzt hier im Endeffekt dann die Möglichkeit, unendlich viele Geräte anzuschließen. Also Gruppe 1 kann aus 10 Geräten bestehen zum Beispiel, die Sie dann mit einer Fernbedienung ansteuern. Gruppe 2 aus 5 Geräten, Gruppe 3 aus 4 und Gruppe 5 meinetwegen aus 1000 Geräten. Ne? Erstmal übertrieben gesagt. Das können Sie alles dann hier mit der Fernbedienung einfach ansteuern. Auf der Oberseite hier haben wir dann die beiden Fächer für die Akkus, die hier einfach reingemacht werden. So, einmal gelöst. Muss ja auch halten, das Ganze. So, und die Halterungen sind aber hier kleine Löcher, und da haben wir hier kleine Metallpins, und da werden die Akkus dann einfach so reingeschoben. Wie Sie gesehen haben, das Ganze hält auch. Mit einem Klack muss das dann einrasten. Und jetzt können Sie die Leuchte selber noch einmal hier an den kurzen Seiten jeweils ein Viertel Zoll Gewinde und dann einmal noch auf der anderen Seite sowie auch an der langen Seite unten das Ganze jetzt hier auf dem Stativ befestigen oder halt eben auch auf dem mitgelieferten Neiger, den wir hier haben, der also hier für ein Lampenstativ gedacht ist, obendrauf Spigottanschluss mit einer 1/4 Zoll Schraube oder halt eben auch einfach, das wäre meine Variante, Sie nehmen einen Kugelkopf auf einem Stativ, weil Sie hier noch den Vorteil haben, Sie können hier den Neigungswinkel noch ein bisschen einstellen und dementsprechend halt eben dann auch die LED-Videolampe bzw. das Leitpendel einfach dann ausrichten. Das wäre so die Variante, die ich dann wählen würde. Ja, das war es im Grunde genommen auch schon. Es ist ein sehr tolles Produkt. Im Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich mal sagen, es ist bombenstark. Die Variabilität, also sprich halt eben auch, dass man die Variante wählen kann, mit verschiedenen Leuchten, Flächenleuchten hier arbeiten zu können, mit einer Fernbedienung aus der Distanz. Also mir würde auch gerade einfallen, Sie würden das jetzt hier auf einem Stativ befestigen und dann halt eben erstmal so in 3 Meter Höhe, wo Sie auch nicht mehr rankommen können, ne, können Sie halt eben hier im Endeffekt nichts mehr einstellen. Mit der Fernbedienung geht das dann auf jeden Fall. Ne, hier mal kurz demonstriert, ein und aus. Und natürlich auch dementsprechend dann hier alle anderen Parameter einstellen können. Es ist ein bisschen schwer auf weiß, aber Sie sehen auch, dass sich das jetzt hier etwas verändert, wenn ich hier jetzt auch die Fernbedienung dann benutze und die Farbtemperatur verändere oder halt eben auch die Intensität. Zum Lieferumfang. Ja, was gehört denn noch alles dazu zum Lieferumfang? Also die Fernbedienung, die Leuchte, die Streuscheibe, die Akkus, die hinten drauf sind natürlich auch. Und dann haben wir natürlich noch im Set eine sehr schöne Tasche, wo also alles verstaut wird, die auch sehr gut verarbeitet ist.
passt auch alles genau hier, da, alles an den Platz, wo es auch hingehört. In dieser Tasche befindet sich dann auch, wenn Sie die zum ersten Mal auspacken, hier so ein Tragegurt. Kann man also in der Tasche hier an den Außenseiten dann befestigen. Dann kann man also diese Tasche halt eben mit der Flächenleuchte dann auch einfach über die Schulter transportieren, über die Schulter tragen. Dazu gehört natürlich auch das obligatorische Netzteil. Wir können das Ganze auch über Strom laufen lassen aus der Steckdose. Natürlich auch das Netzkabel, ne, ist auch ganz klar. Und dann eben ganz kurz gezeigt hier der, ja, dieser Spigottanschluss, dieser Neigungsarm, dieser kleine, der hier dabei ist, um das Ganze halt eben dann dementsprechend auch mal auf einem Stativ, wenn Sie es eh schon haben sollten, dann anzubringen. Den kann man natürlich in Sicherheit eben dann auch bewegen und einstellen. Ist also alles gar kein Problem, wenn man das dann hier gelöst hat. Und ja, dafür ist das Ganze halt eben dann auch gedacht. So, das war es also hier von meiner Seite aus. Das war so einmal stellvertretend hier ein Produktfilm für die Apotura HR672W Flächenleuchte und für die HR672C bei uns im Shop.